Wir haben überhaupt nicht genug Praxen, die sich damit gut auskennen. Das ist leider so. Wir können den Bedarf nicht im Ansatz decken. Es gibt ein paar Spezialambulanzen, wie zum Beispiel an der Charité oder an der Kölner Universitätsklinik, aber das kann hier den meisten nicht wirklich weiterhelfen. Wir versuchen daher derzeit, die Ärztinnen und Ärzte auszubilden. Wir versuchen also, die Wissenschaft zu bündeln. Wahrheit ist aber, die beste Anlaufstelle ist nach wie vor der Hausarzt. Wir haben noch keine Spezialambulanzen, das wollen wir aufbauen.